So, da bin ich wieder und es geht weiter mit der Stadt der Toten. Nachdem ich gestern mich extrem blamiert habe, weil ich ja nur wirklich selbst die einfachen Rätsel nicht lösen konnte, die einfachsten Rätsel nicht lesen. Meine Fresse, heute bin ich anscheinend auch nicht besser drauf. Also, nachdem ich mich gestern voll blamiert habe, weil ich selbst die einfachsten Rätsel nicht lösen konnte, hoffe ich, dass es heute ein bisschen besser klappt, denn heute habe ich etwas mehr geschlafen, etwas weniger gearbeitet und, ja, außerdem zur Stärkung gerade ein Erdbeereis gegessen, von dem ich mir ein bisschen ans Mikrofon geschmiert habe. Sollte ich also etwas fruchtig klingen, wisst ihr warum. Naja, egal, ich spiele jetzt einfach weiter, bevor ich hier noch mehr Unfug rede. So, uns hat ja vorhin wieder die große böse Miezekatze, wie die Aufpasserin da so schön gesagt hat, verfolgt, aber diesmal ist sie nicht mit uns ins Zimmer gekommen, was ja ihren Tod bedeutet hätte, sondern ist leider draußen geblieben. Die Frage ist, wenn das Ganze ihren Tod bedeutet, warum ist sie dann wieder da? Weil eigentlich ist sie dann ja schon im ersten Teil gestorben. Egal. Wir gehen jetzt einfach erstmal nochmal wieder ins Kino, denn dort hat das Ganze ja begonnen. Also nicht ins Kino, sondern oben auf die Loge, wo diese komische Nonne gesessen hat, die mich übrigens stark an Claudia aus Silent Hill 3 erinnert. Huch. Klopf, klopf, klopf. Joa. Klopf, klopf, klopf. Habe Filme mit Untertiteln nie gemacht. Ja. Jedenfalls, weil Claudian auch sehr gläubig ist und ihr Vater ein Sektenführer war und sie möchte, dass die Welt von den schlechten Menschen gereinigt wird. Und ja, diese komische Nonne da gerade hatte auf jeden Fall eine ganze Menge mit ihr gemeinsam. Ob sie das jetzt unbedingt sympathischer macht, ist eine andere Sache. Aber nun ja, ich mag Claudia irgendwie. Diese Nonne hier nicht. Aber Claudia. Vielleicht spiele ich auch mal Silent Hill 3, dann könnt ihr sie selber kennenlernen. So, Klopf, Klopf sollen wir also machen. Wo denn? Hier? Verschlossen. Nö. Hier kann man auch nichts machen. Ist das eine Fliege? Die war vorhin schon mal da. Merkwürdig. So, ich gehe mal davon aus, wir müssen jetzt. Falsch. Hier an diesem Raum, wo wir nicht reinkommen, klopfen. Das war doch schon mal gut. Und vielleicht finden wir jetzt hier diesen gekündigten Angestellten. Diesen. Ich habe seinen Namen vergessen. Martin? Oder war Martin sein Nachname? Josh Martin? Na, sag ich doch. Ist da jemand? So, wir können jetzt antworten, ich bin hier, um dir zu helfen. Oder wer bist du? Und ich würde sagen, wir sind direkt der Retter in der Not und sagen, dass wir helfen. Na. Ja, ich heiße Delaware und bin hier, um dir zu helfen. Delaware? Wo kommst du her? Wo ist Jenny? Was hat er ihr angetan? Ich muss mit Jenny sprechen. Sie fürchtet sich so. Ich muss wissen, ob es ihr gut geht. Aha, er will also mit Jenny, unserer Freundin im Spind, sprechen. Ich weiß zwar nicht, wie wir das anstellen sollen, aber wir versuchen es einfach mal. Nee, hier geht's zurück ins Treppenhaus. Ich glaube, hier war noch eine andere Tür. Ja, aber irgendwie kommen wir da nicht hin. Oder doch? So. Oh Mann, ist das Die umständlich. Tür ist abgeschlossen. Und wir können sie anscheinend auch nicht einschlagen. Schade. Ich schlage ja eigentlich ganz gerne Türen ein. Ist hier sonst noch irgendwas Nützliches? Nö. Ja, dann gehen wir einfach mal zurück zu Jenny und gucken, ob wir so ein bisschen den Kuppler spielen können. Jenny, bist du da? Delaware, bist du's? Jenny, ich habe Josh gefunden. Er möchte wissen, ob es dir gut geht. Tust du mir den Gefallen und sagst es ihm? Ich kann es aufnehmen und die Aufnahme zu ihm bringen. Okay, dann nehmen wir mal auf. Josh, ich bin's, Jenny. Ich bin hier im Kino. Ich weiß nicht, was passiert ist. Geht's dir gut? Das war jetzt irgendwie selten dämlich. Sie hätte doch einfach sagen können,
Ich bin tot. Aber ich bin im Kino. Und ich sitze in einem Schrank. Naja, wollte sie anscheinend nicht. Delaware, ich habe die Aufnahme gekriegt. Ich konnte tatsächliche Worte ausmachen von einer weiblichen Erscheinung. Das ist großartig. Weiter so. Ja, danke schön. Seltsam nur, dass sie Josh gesagt hat. Das hört sich so ein bisschen blöd an. Josh mit Zsch. Naja. Oh, meine Güte. Eine meiner Katzen hat gerade anscheinend einen reingesetzt und die Badezimmertür bis hinten hin offen stehen lassen. Und jetzt mieft es hier einmal quer durch die Wohnung. Vielen Dank auch! Josh, ich bin's, Jenny. Ich bin hier im Kino. Ich weiß nicht, was passiert ist. Geht's dir gut? Jenny ist meine Freundin. Ich würde ihr nie etwas antun. Ich habe keine Ahnung, was in jener Nacht passiert ist, aber ich bin nicht weggelaufen. Wir sind noch immer hier, Delaware. Wenn du uns finden kannst, wirst du vielleicht aufklären können, was damals geschah. Aber Jenny sagt sie nicht, sondern Jenny. Merkwürdig. Aha, und jetzt hat uns Josh... Just, hahaha, in diesem Moment die Tür geöffnet. Ging jetzt also auf Leichensuche, denn wie wir alle wissen, befreit Delaware die Menschen, indem er ihren Leichen wichtige Gegenstände gibt und, was heißt die Menschen, die Geister. So, indem er ihren Leichen wichtige Gegenstände gibt und dann sagen sie, danke, und verschwinden. Also suchen wir doch mal. Leer. Leer. Ein Schraubendreher. Ein Schraubendreher. Dreher, das ist wichtig. Schraubenschlüssel sehen anders aus. Wartungsbericht. Bill. In etwas größerer Schrift. Problembeschreibung. Linker Lautsprecher ist ausgefallen. Bitte hinter der Bühne nachsehen und reparieren. Die Tür klemmt. Vergessen Sie also nicht wieder den Schraubendreher. Charles Epps. Ich finde das so geil mit den Jambas-Namen, ehrlich. Hier ist nichts mehr. Gucken wir mal hier, was ist das? Ah, so eine alte Filmmaschine. So ein Projektor. Ein alter Filmprojektor. Filmmaschine. Ja, großartig. Aber wir haben keinen Film, also bringt uns das auch nichts. Nee, hier geht's wieder zurück. Da war doch gerade noch eine andere Tür. Sind wir jetzt am Ende des... Ah, hier sind wir jetzt. Na gut, ich hatte gehofft, da gibt's noch was Neues. Naja. So, wir sollen also jetzt einen Lautsprecher reparieren. Ich frage mich, wofür das gut ist. Links. Aber wie kommen wir jetzt hier auf die Bühne? Kann man das Bühne nennen? Naja, irgendwie schon. Verschlossen. Oder ist der Lautsprecher oben? Könnte auch da oben hängen, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier kommen wir jedenfalls nicht hin. Ja, dann gehen wir nochmal nach oben. Huch. Habt ihr gesehen? Da war jemand. Und zwar diese Jenny. Hier ist aber auch nichts. Ist denn dieser verfickte Lautsprecher? Ja, ich habe verfickt gesagt. Und? So. Ja. Merkwürdig. Ich gehe nochmal hier unten rein. Wir können hier leider auch noch nicht mehr weiter, naja, hier so den Gang entlang gehen. Wir können auch nicht, wie im ersten Teil, hier so durchlaufen. Merkwürdig. Wo kann der Lautsprecher denn sein? Vielleicht... Nee, da wollte ich gar nicht hin. Vielleicht doch nochmal da oben? Auf der Tribüne? Aber da waren wir doch gerade erst. Blödsinn. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu diesem Projektor. Vielleicht war da ja was. Ein alter Filmprojektor. Ja, aber hier ist auch nirgendwo ein Lautsprecher. Hier sind nur so Regale und so ein Kram.
Mal drauf. Hinter der Bühne nachsehen. Ja, aber da kommen wir doch nicht hin. Also irgendwie will dieses Spiel mich ärgern. Jetzt gehe ich hier auch noch im Kreis und finde die richtige Tür nicht. Nee, da nicht. Da. Ich könnte bestimmt besser denken, wenn es hier nicht so stinken würde. Ich bin jetzt gerade zu faul, den Haufen da rauszumachen. Da. Ach, falsche Etage. Leute, ich bin schon wieder so verpeilt heute. Das ist unglaublich. Dabei bin ich in solchen Adventures eigentlich richtig gut. Wirklich. Nur irgendwie heute nicht. Ich komme nicht weiter. Schon wieder. Mal Kelly fragen. Vielleicht kann die uns einen Hinweis geben. Der Hinweis oben deutete auf einen Hintereingang hinter der Leinwand hin. Den muss ich finden. Ach. Danke. Soweit war ja auch schon. Verschlossen. Ich würde ja sagen, der ist hier, aber ist er nicht. Denken wir jetzt mal systematisch. So, eigentlich wäre das vielleicht hier durch und dann da rum oder so, aber da kommen wir nicht hin. Und es sollte ja schon im... vielleicht hier. Verschlossen. Aber die Tür können wir auch nicht einschlagen. Weil die Tür ist die einzige, die Sinn ergibt. Jenny mag auch nicht mehr mit uns reden. Wahrscheinlich, weil ich sie Jenny genannt habe. Oh. Ich glaube, ich muss mal eben niesen. Verzeihung. So, warum komme ich hier nicht rein? Verschlossen. Ja, das weiß ich selbst. BD1. Wir machen jetzt nochmal die Kasse auf. Vielleicht ist da ja Geld drin. So nicht. Ach, toll. Und wir können damit dieses komische Minispiel spielen. Nee, nix. Nicht mal ein lausiger Cent. Lang. Da waren wir ja schon. Ist ja alles zu. Überraschung, die Tür ist verschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Gehen wir noch mal raus. Abgeschlossen. Es muss noch einen anderen Weg reingeben. Schade, das ist wahrscheinlich diese Notausgangstür, die in das Kino, also in den Kinosaal reinführt. Tja, leider können wir die nicht benutzen. Brauchen wir uns nicht angucken, das kennen wir schon. Und hier kommt man auch nirgendwo rein.
Ich hätte jetzt gesagt, wir klettern über die Mülltonnen oder sowas. Aber das funktioniert nicht. Oh, jetzt muss ich mal kurz einen Cut machen, weil das Telefon klingelt. So, Telefonat ist beendet und ich bin wieder da. Jetzt geht's weiter. Mal sehen. Ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, was wir tun müssen. Und ich weiß auch einfach nicht mehr, wo ich diesen dummen Lautsprecher noch suchen soll. Guck jetzt einfach nochmal hier oben, weil wir brauchen auch immer noch eine Münze für dieses Minigame. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob wir das haben müssen. Oder ob wir einfach nur, ob das einfach so ein Minigame ist, was man spielen kann, aber nicht muss oder so. Oh. War da was? Oh, oh, hier hat sich der Mauszeiger in ein Auge verwandelt und ha, hey, ein Viertel Dollar. Kopf oder Zahl? Glück kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ich wusste doch, hier war irgendwas. So, fein. So, jetzt können wir dieses komische Minispiel spielen. Wobei ich diese Jagdspiele eigentlich echt blöd finde.